Dirndl ist wunderschön, immer's auf richtig Song. Im ganzen Land Tirol freut mir kann ich so wohl. Aber ein Dodel hat's, dass mir ein Baum erlebt und zwingt sie ihre Schönheit fast an jeden kriegt. Aber ein Dodel hat's, dass mir ein Baum erlebt und zwingt sie ihre Schönheit fast an jeden kriegt. Aber allein, ho, allein, 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 sauber ist und hat sich daran spielt, wann ihr der Horgast gefällt und hat sich daran gestalt, wann's leicht war Geld nicht hat und hat mir recht gut gefallen, wann's mir die drei verspricht, oft lass mir schneun. Wann's leicht war Geld nicht hat und hat mir recht gut gefallen, wann's mir die drei verspricht, oft lass mir schneun. Aber allein, grüß dich. Fein, dass du dabei genommen hast zu einer neuen Sendung Mundart und Musik. Bei der Sendung möchte ich dir zwei Dichterinnen vorstellen, die bei unserem Projekt mitmachen. Die Waltraud Zeltl kommt aus Wadring und wohnt mit Leib und Soll Bayerin und auch ganz viel Jahr auf der Alm. Sie macht wunderschöne Handarbeiten, Kreuzsticharbeiten und Kunststricken. Die Gedichte kommen aus dem Leben und der Klaus Reiter aus Wadring hat es für uns aufgenommen. Die Anni Rabel kommt aus Itter. Auf ihrem Biobauernhof Oberlitzl kümmert sie sich hauptsächlich um einen Bauerngarten mit all die Obst- und Gemüsesorten. Die Gedichte von der Anni Honi aufgenommen, einmal die ersten, weil die Anni ist ganz eine fleißige, da werden wir sicher noch mehr kriegen. Das Mundartdichten ist ja eindeutig von den Weiberleitern mit erst. Da hapert es ganz schwer mit der Männerquote. Deswegen heute den Beitrag Weiberleit geheißen. Eingangs haben wir schon die Rotdacher Sänger aus Bayern mit dem Wirtel Das Dirndl ist wunderschön gehört, das passt ja gut zu unserem Sendungsmotto. Ich habe wieder versucht, schöne Musik, die ich auf der CD-Sammlung vom Tiroler Volksmusikverband gekriegt habe, mit Fotos zu mischen, damit eine nette Unterhaltung rauskommt. Die Musik ist ja eine große Hilfe für mich. Der St. Johanner Fotograf Michael Wieser hat seine Fotos zur Verfügung gestellt, die ich mit der Musik von der Oberfinger Raffeli Musik und den Tiroler Tanzgeigern gemischt habe. Von mir sind ein paar Fotos dabei. Ein paar habe ich aus dem Internet rausgesucht. Wir hören die Tiroler Tanzmusikanten mit der Skileitenpolka und vom Gruber Zweigsang bald gefreut es mich mit den Ochsen. Die zwei kenne ich gut und ich mag es auch sakrisch gern. So, jetzt geht's los. Lade zurück und genieß mit uns 30 Minuten Mundart und Musik.
Das Schafe will ich recke. Mein Sechser im Urenke gefällt halt das Schafe will ich nicht recke, vom Vater so gut. Er fängt an, anlegen und probieren, aber es ist einfach zu groß und es verlassen der Mut. Dir wegen zugestalten hilft auch nicht viel. Es steht einfach nicht so her, wie er das will. Ganz verzockt ist er und auf einmal fällt ihm etwas ein. Er kommt zu mir und fragt mich ganz schnell, so ein Schafe wie ein Säcke, wie das vom Vater, das tat mir gefallen. Kannst mir das so erst stricken, das war fein. Ich heiße es und es ist schon besonnen. Und ich dachte im Winter nicht, und man sieht so viel Schafe wohl gesponnen. Jetzt wirst du halt öfter einmal zum Probieren. Aber einem Buben gefällt es, dass er so eine Ricke dort kriegen. Langsam wirst du festig, zusammen und die Knöpfe einflicken. Mutter, Vater, Oma, das kostet aber gut, das Stricken. Das ist echt richtig gefreut. Mit so einer Ricke machst du dem Buben die größte Freude. Kann man das waschen auch? Tut er mich ganz leidig fragen. Ja, Freier, das kann ich dir ganz gewiss sagen. Zum Aufgehalten tut er ganz klein zum Vater an seinen Ricke hängen, weil ein Vater so verärscht. Wie ich das erste Mal das sehe, habe ich glatt ein wenig gekreischt. Zum Nachgetrachten ist das nächste Gedicht. Ein bissel. Ein bissel ist nicht gar so viel. Zum Leben oft zu wenig, zum Sterben aber zu viel. Ein bissel mehr war für manchen ein Segen, weil ein bissel Tropfen ist auch kein Regen. Ein bissel Zeit ist noch lang kein Tag. Gerade ein bissel Schneid war ein rechter Blog. Ein bissel Geschrei ist noch lang kein Gesang und auch ein bissel Klopfen gibt nicht viel Klang. Ganz anders ist das ja mit dem Wein. Ein Dirn darf es auch ein bissel mehr sein. Und auch mit der Liebe ist so ein Gefritt. Ein bissel Liebe klang für ein Leben lang nicht. Und wenn ich das so recht bedenk, ein bissel ist allweil um das bissel Zwink. Bald freut mich die Ochsen, bald freut mich die Kühe. Hola, rodiri, jori, die hol, jodiri, hola, diri. Bald freut mich das Tierle, ohne freut bin ich dir. Hola, rodiri, jori, die hol, jodiri. Bald freut mich das Tierle, ohne freut bin ich dir. Hola, rodiri, jori, die hol, jodiri. Wenn's kein Wirtshaus, kein Bräuhaus, kein Tierle nicht gab, hola rodiri, jori, die hol jodiri, hola diri, war die Brieftaschen voll und der Kuhstall nicht lang, hola rodiri, jori, die hol jodiri, war die Brieftaschen voll und der Kuhstall nicht lang, hola rodiri, jori, die hol jodiri. Und ich vor mir dann Schimmel und ich vor mir dann Platz. Hola rodiri, jori, die hol jodiri, hola diri. Und ich lieb heut a Tierle, wo't Mutter nix weiß. Hola rodiri, jori, die hol jodiri. Und ich lieb heut a Tierle, wo't Mutter nix weiß. Hola rodiri, jori, die hol jodiri. Hola da re, la ro iri luli, hola ro, la ro iri luli, hola re, la ro iri luli, hola ro. Hola da re, la ro iri luli, hola ro, la ro iri luli, hola re, la ro iri luli, hola ro. Hola da re, la ro iri luli, hola ro, la ro iri luli, hola re, la ro iri luli, hola ro. Hola da re, la ro iri luli, ho.
langst werden tut's. Ich gehe auf der Lippen meine Tägle herunter. Da habe ich auf einmal, wie ich so schaue, ein Leberblärme neben den Weg gefunden. Bei einem kleinen, aber einem Fleck tut's. Es ist schicker zu übersehen. Ganz geschamig und klein, ein wenig Viecher sprechen. Ich schaue noch einmal weiter und besser noch hin. Da sagt ein Buschwindresse, siehst du mich? Ich tue auch noch da stehen. Ganz besonders ist mir zumut, ist es glatt wieder so weit. Jetzt kommt wieder die alte schönste Jahreszeit. Ganz verträumt gehe ich weiter, ich habe gar nichts mehr gedacht. Da hat mir ein Amsel auch noch einmal zum Staunen gebracht. Die kleinen Fegei, Zwiebitschen, habe ich öfter schon gehäscht. Das sind die ersten, wenn es langs wieder wärst. Aber heute höre ich einen Amsel. Ganz laut tut es mir viel singen. Ich tue wieder ein Langst an den heurigen Jahr bringen. Bald die Gesundheit nachlässt, wärst mir auf eine Kur geschickt. Und wie es da zugeht, wärst du gleich hören. Von der Krankenkasse und der Kuranstalt hast du nicht mitgekriegt an Kuraufenthalt. Dass so ein Kur kein Urlaub nicht ist, das ist an jeden schon im Vorhinein gewiss. Anreisen tust mit einem recht gemischten Gefühl. Gewandt hast mit, meinst du meinen Koffer zu viel. Das Zimmer ganz nett, einen dritten Stock und alles neu. Bei den Kurleuten ist aber kein bekanntes Gesicht nicht dabei. Der Wecker geht früher an, gerade wie daheim. Aufwecken brauchst aber diesmal nicht an. Erwartungsvoll legst du jetzt gleich einmal an und stößt dich beim Frühstücksbuffet unten an. Als erstes musst du zum Doktor und außer von gewohnt. Er schaut dich an, so über den Brünnrand und gleich steht er fest. Es ist ein bisschen zu viel drum. Ein Diätplan kriegst du mit, danach legst du dich an. Zum Bonnergeist dann anschließend im Haus und schon musst du von deinem Gewand wieder draus. Dann musst du außer von Wasser und es geht von vorn an. Du ziehst dich an, danach legst du was an. Aufs Zimmer gehst jetzt, es ist Ruhestund. Zum Anziehen schon wieder ein Grund. Endlich hast du jetzt ein kleines bisschen Zeit zum Rosten, zum Lesen und für die Gemütlichkeit. Die Zeit vor Mittag, ja, wie im Flug vergeht, schon das Mittagessen im Speisesaal steht. Und was du heute schon ein paar Mal hast, du ziehst dich an und legst dir was an. Von Essen wärst du müde und du legst dich aufs Bett, aber anziehen tust du dich jetzt einmal nicht. Du hast ja gar nicht viel Zeit zum Verlieren, weil in ein paar Minuten bist du dran zum Massieren. Danach ist zum Wien und siehst nur eure Hand und zum x-ten Mal musst du außer von gewohnt. Du kommst jetzt zum Schwitzen, es geht wieder an. Zuerst ziehst du dich an, danach legst du dich schnell an. Danach legst du dich warm an, gehst eine Runde spazieren, dann ziehst du dich schnell um, weil sie dann schon servieren. Zum Schnachtsessen gibt's nicht gar so viel. Danach war's zum Tanzen gern, wer halt noch will. Danach ziehst du dich an und singst euch ins Bett. Aber da geht's schon wieder um, das ganz gefreut. Sogar im Schlaf träumst du auch noch davon. Du ziehst dich an und legst dich gleich wieder um. Das mit der Kurschatten ist auch nicht gerade geredet. Das sollte es schon geben, aber vorgeschrieben wirst du nicht. Die Prozedur ist die gleiche, da geht's wieder um. Ein paar Mal ziehst du dich an und legst dich wieder um. 21 Tage lang die gleiche Prozedur, weil genau so lang dauert der Kur. So ein Kuraufenthalt hat ja schon ganz viel kuriert. Kann auch jeder bestätigen, der Söhm hat probiert. Und sollte die Notwendigkeit wieder bestehen und es heißt, auf ein Kurwackrecht gehen. Fangst halt daheim mein Trainieren schon mal an. Ein paar Mal beim Tag ziehst du dich an, legst dich an.
Frühstück vor die Urinke. Heute ist ganz ein besonderer Tag. Der Vater hat Geburtstag. Das wirst du ja kein Jahr vergessen. Gar keine Frage. Die Buben tun mit seinem Frühstück einladen, um ins Bauernhaus. Ich tue mich richtig frei. Was gibt's etwa für einen Schmaus? Der Theo holt mich an und der Felix tut mich mit einem Weizerl auf seiner Zugin begrüßen. Ich komme nicht der Wien, mit Tante Triebfei an die Augen eingeschossen. Der Theo hat an die steckt, wollte einen Schein. Er hat sogar einen handpressten Orangensaft da stehen. Das Müsli, was er gemacht hat, tut mir wohl dann gut dunkeln. So schön und so gut habe ich schon lange nicht mehr Kaffee getrunken. Zum Abschied tut mir der Felix noch einen Aussichtsschmeißer schenken. An das schöne und gute Frühstück werde ich sicher noch ganz lang denken. Ein paar Gedanken zur Partnersuche. Das beste Stück von der Glückseligkeit, das sind ganz gewiss die Männerleute. Und mag eine sein, nicht mehr allein, hat es bei der Auswahl ganz schön zu tun. Geben tut's Scherne und auch Schirche, ganz Betante und ein bisschen Wirche, im Blond und Schwarz und Rot, mit oder auch ohne Hut. Auch den Unterschied den gewascht, geben tut es mit und ohne Post. Außerdem gibt's noch eine ganze Reihe, wo vorn steht ein A dabei. Ein Lordiger ist nicht recht schneidig, ein Stinkerer ist recht ungefreudig. Ein Schircher ist das Gegenteil von gestürzt, ein Adrader mit alles allem geschmierst. Ein Zachling, kein abführiger Patron und von einem Heiling hast du auch nicht viel davon. Ein Ländiger voll Übermut strutzt, ein Ungeber ist einer, was brutzt. Ein Fopper, das ist auch kein Glück. Ein Besonderer, der hat einen Dick. Eine Kirche, das ist nicht der Höchst. Ein Sumser, das ist nicht der Schnellst. Ein Wusserer, nimm's nicht genau. Und eine Rauschkugel ist öfter blau. Ein Nordiger, der ist nie reich. Und ein Krauderer, der ist alles gleich. Ein Wirker, der ist so nichts zu nein. Und ein Lavusche mag auch keine bleiben. Ein Sirchischer, der hat einen Geiz. Und mit einem Sektenkrummer ist gar kreuz. Ein Goritzer ist nie was gekriegt. Und mit einem Mirzog geht's dir auch mehr schlecht. Dann gab's nur einen Geschossler und recht Gache. Ein Verlott, ein Dockel und ein Klache. Den guten Schmotzer und den guten Lob, die zwei haben wir auch noch nicht gehabt. Ich mein, jetzt waren die mehreren drum, dass sie eine ein richtiges Bild machen kann. Die Auswahl war ja gar nicht schlecht. Ich hoffe, jetzt findet sie Töchter gekriegt, weil es muss sie jede den richtigen suchen. Dann braucht es hinten auch nicht über Schicksal flachen. Thank you.
Mobiltaxi. Ein Radio wirst viel gekriegt von den Alltagssingeln. Das ist richtig schön. Aber in Wadring braucht es gar nicht weit gehen. Weil 13, na jetzt sind schon 14 Freiwillige, dann mit dem Mobiltaxi fahren und das ist richtig schön. Um 2 Euro bringen sie hin, wo du hin willst und wieder zurück. Brauchst kurz Taxi anrufen und es geht schon dahin, hoch. Brauchst nicht denken, zum Doktor Medi, wem frage ich den gleich? An der heutigen Zeit ist jeder eingespannt, hat Hast immer dabei. Zum Einkaufen gehen ist gefährlich, da brauche ich nicht lange überlegen. Sie tun da helfen, suchen an Geschäftin, wenn ich selber nicht alles bringt zu wem. Gleich bringst du ein wenig ein Gewicht zusammen, ist alles gleich ein wenig schwer. Sie helfen der Einche und dem Aufwärtung, das ist wohl dann rar. Was da die, wenn das Mobiltaxi nicht war? Auch zum Kosten fahren, da wir sie dem ganz gern bemühen. So können wir zusammenkommen, hangasten und schöne Stunden dann ins Zuchen fliegen. Dass das Mobiltaxi in Wadring jetzt ist Wirklichkeit geworden, das ist richtig erfreut. Ich kann es gar nicht nur sagen. Auch der Alltagsengel von Wadring, der mit dem Mobiltaxi fahren, denen möchte ich schon mal danken und von Herzen geht's gut sagen. Wenn's heißt, der Schub geht dran, dann weiß ich genau, dass der Kuchenschub gemeint ist. Ein Platzl gibt's in sein Haus. Da schaut's fast gar nicht zankramp aus. Es ist der Kuchenschub, müsst's wissen, weil da wärst gar alles eingeschmissen. Der Schub ist ja eigentlich gar nicht so groß. Mich wunderscht's ja jetzt mal, was da in alles Platz haben muss. Der Schub, der geht jetzt richtig dran. Höchst die Zeit, dass ich mein Aussortieren anfange. Das halb darf da nicht reinkommen. Bin aber mit mir allein mit den Beschwerden. Ausgelascht ist er ja ganz gleich, ist schon wieder so viel Klump dabei. Auto, Haustier, Werkstattschlüssel, von der Handcreme ein kleines bisschen, Batterien und ein paar Schrauben und Gummiringel ein ganzer Haufen. Die Kost, ein Schreiber, die Pinzetten, die Gurtschar, die alte Vignetten. Ein Besammlungszettel ja fix, verloren hätte er da in fein nix. Ein altes Geschloss, dick so ein bisschen, eine Taschenlampe, ein Radlschlüssel, zunteres Dienst, kein minkerer Bücher, Zünder, ein Feuerzeug, Tempotürche. Ein paar Glufen, Larizedel, ein Sackmesserl, ein altes Armbandkittel, ein edler Pflasterl drum kreien. Jetzt geht auch nur ein Knopf her, der wärst auch nur fein. Das halb verschmeiße ich, vertrage und den Rest ramme ich ein. Und die Ordnung an Schubin, die tut mich jetzt frei. Aber ich bin mir fast sicher, es dauert nicht lang, bis wieder heißt, der Schub, der geht dran. Das einzige Gute von deren Kuchenschub ist, bald jemand was sucht, dahin findet das gewiss. So, das war's wieder einmal. Wir hören jetzt noch ein Gedicht von der Waltraud und eins von der Anni. Und ich muss mir als Mann natürlich auch ein bisschen einbringen und gescheit sein. Und habe deswegen aus meiner digitalen Galerie das Gedicht und das Büttel Hö mitgebracht. Ein hinterfotziges Gedicht. Aber das hat es von mir eh zum Schluss aus schon gewählt. Als Aussichtsschmeißer hören wir nur den Ultendorparischen von einer Veranstaltung vom Tiroler Volksmusikwettbewerb. Die dürfen wir ja hernehmen. Nochmal Dankeschön dafür. Falls du Interesse an unserer Mundart hast, wir haben ein neues Wörterbuch für einen Unterindaler Dialekt mit dem Namen Was meinst geschaffen. Das findest du auf unserer Internetseite tirol-mundart.at. Das Neue daran ist, dass wir es mit Audio versehen haben, sodass man die Wörter leichter versteht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei warst. Vierte! Mein letzter Almsommer. Ich huck vor der Hütte, ein Kopf ein wenig schwer. Mir kommt viel, dass das mein letzter Almsommer war. Die Sonne scheint schön zu suchen,
warnt mich mit den letzten Stollen. Ich bedachte die ganze Umgebung, da hat mir alles so gut gefallen. A jede Hitten, a jedes Bücherei und die Berge um und um. Ein Obenkopf, ein Kirchstein und ein Obenbeche, die Enter seit End. Mir kommt viel, ich kann es auch lange mit den Händen. Die Schaden werden länger, die Sonne hinter den Obenbeche verschläft. Man sieht a jede Zeit, a jeden Baum, ein letzten Abendlicht. Das ist alles so schön. Und ich beug mir's ganz tief an mein Herz sein. Am Ende wär's mein letzter Almsommer sein. Beim nächsten Gedicht kann sich jeder selber seine Gedanken drüber machen. Es heißt der Verdacht. Der Bauer Much, ein älteres Mandl, hat heute Besuch gekriegt von seinem Freund Xandl. Denn ein Gerücht macht im Dorf und die Runde. Und so nutzt der Xandl die Gunst der Stunde. Er fängt gleich mit dem Haargast an. Much, meinst, glaubst, dass sein kann, dass deine junge Frau ein Techtelmechtel haben soll mit dem Nachbarknechtel. Die zwei dann miteinander, wie es scheint, als wären's viel mehr als gute Freunde. Hast heute selben gesehen, eng umschlungen wie ich mein. Beim unteren Feld und schau gleich neben den Rhein. Der Bauer macht sich drauf weit aus dem Fenster lehnt und schaut und schaut und dann meint, es ist schon ein Kreuz auf der Welt, aber das da unten ist nicht mein Feld. Kirsti, heute würde ich gerne aus meiner digitalen Galerie das Büttel und das Gedicht Höhe vortragen. Es ist heute eine Gelegenheit, weil das Büttel normalerweise im Geheimarchiv im Keller unten ist und ganz selten herzog wird. Geh, Seppi, schalt euch das Programm endlich um. Das Dschungelcamp im RTL, das ist so dumm. Im Zweier bringen sie ein Kavalier. Das ist Volksmusik, das finde ich schön. Oi, weil soll es nach dir gehen? Ich pack das nicht mehr. Mir kommt viel, das wirst von Tag zu Tag noch schlimmer. Beißzang, ja Beißzang, das bist du für mich. So geht die Streiterei zwischen die zwei dahin. Ich was Mull ausgetragen und Schuhe ausziehen von Wolkerspeck und von Hängebussen kriegen vom Bierbauch und das Klo nicht putzt, wer die Klobrühe nur so acht und die Biest nicht nutzt, dass unterm Bett der Stab sich staut, über Schnarchen und während der Nacht schaust laut, es kommt klar, weil der Sex zur Sprache und dass die ewige Migräne ist so zog, dass sie in Urlaub fahren möchte und er nicht, so geht es hin und her, das Gestrüt. Da fliegen die Fetzen, da ist keine Achtung mehr. So können die zwei noch hin und her. Sie schreit und läuft reirat aus dem Zimmer. Er heißt hysterisch, es wird aber noch schlimmer. Bis sie sich vor ihm mit Händen in die Hüften aufbaut und einen Teller an die Wohnzimmerwand haut. Du bist so ein Arschloch, so ein Spinner. Da hätte ich einen Teufel vor 40 Jahren direkt heiraten können. Sarkastisch sagt er, da möchte aber schon was in die Diskussion einwerfen. Dass die im ersten Grad Verwandten gar nicht heiraten dürfen. So geht's, wird man sich nicht mehr vertragen. Pfiati. Thank you.
Thank you.